Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Total Chaos. Müsste mittlerweile Folge 17 sein. Ja, okay. Let's go. Da. Chill, Bro. So. Load, genau. Wir waren gerade. Genau, wir sind gerade bei der vor der mittleren Tür vom Hub. Ja. Siehst du? Hallo Ark. Das war so ewig braucht. Okay. Ganz schön dunkel. Something is blocking the way to the mines. They are filth. They have defiled this entire building block. Okay, irgendwas blockt den Weg zu irgendwas. Irgendwas. Die brauche ich eigentlich gar nicht. Warum sammle ich die Dinger auf? Wir haben doch Taschenlampe. Wow. Oha. Ich wurde gerade ein Safe Game erstellt. Das kann nichts Gutes bedeuten. Nein, ich wollte. Was will ich gerade? Das da. Ich mach mal kurz meine anderen beiden Bildschirme dunkler. So. Ja, schon besser. Auch blockiert. Da tropft schon wieder Blut von der Decke. Wie das Ganze aussieht, Alter. Sieht nicht so geil aus. Hallo. Wow. Ein heller Fleck. Ich dachte gerade, hier ist ein Gesicht auf dem Boden. Auge, Nasenbereich, Mund. Also wenn man sich das so andersrum vor, also nur so. Boah. Ja, man kann Silhouetten erkennen. Ja gut, vor allen Dingen mit dem Nebel erkennt man relativ gut. Holy shit. Ein Glück haben wir die Taschenlampe. Oh Mann, ey. Ah. Da sind ja wieder Spinnen. Und zwar nicht nur eine. Warum sind. Oh. Warum sind wir nochmal hier? Ach, verdammt. Ich wollte noch ausweichen. Ah, ich bin hängig. Ach so, weil ja. Oh, sehr gut. Aus. Ende. Oh, doch. Alter. Oh, schon wieder zwei. Da ist ein Schalter. Nein. Nein. Nicht schon wieder. Komm her. Nein. Voll daneben. Hau doch zu, Affe. Oh. Da war mein Werkzeug im Arsch. Haben wir noch eine bessere Waffe? Ja, wie gesagt, wir haben immer noch hier unser Maschinengewehr.
Da ist Sue. Frage ist, wie man hier eine Spinne einzeln angelockt. Ja. Oh nein, wir sind auch schon wieder daneben. Das gibt doch gar nicht. Mann, jetzt hau dazu! Oh. Das war nicht wahr. Wie der schon wieder voll daneben gehauen hat. Die Waffe schon wieder kaputt gegangen. Ach, leg mich doch am Arsch. Ah, dass die Waffe so kaputt ist. Das ist nicht gut. Wir brauchen definitiv Stöcker. Wir brauchen irgendwo. Gibt's hier keine Holzstöcker? Nö. Gibt's irgendwelche Kisten? Wir brauchen definitiv einen Holzstock. Denn so kann man nicht arbeiten. Da sind so Steine. Da komme ich gar nicht durch. Also. Gut, dann gehen wir jetzt in die Tür rein. Mal gucken, was da so abgeht. Vielleicht finden wir da mal einen Holzstock. Wieder Quicksave. Oh Gott. Aber weißt du was, komm. Das. Ja. Ich bin hier eingekerkert. Na, wobei. Nein! Oh, Alter, wie kann man denn so daneben treffen? Das ist doch nicht wahr. Okay, wo? Oh. Oh. Nein! Ich verstehe. Ach, weil wir jetzt nicht mehr die große haben, sondern nur noch die kleine, springt er nicht mehr nach vorne. Ich frage mich die ganze Zeit, warum ich nicht treffe, aber er springt auch nicht mehr nach vorne. Weil bei der großen, da hat er immer so einen riesen Schritt nach vorne gemacht. Beim sekundären Angriff. Das macht er jetzt gar nicht mehr. Oh, kommt noch einer. Ja, nee, kann ich vergessen. Oh. Hier, yeah, lock. Okay. Ja, scheiß was drauf. Gott, wie viele Schüsse brauche ich denn da? Nicht eins. Ach, hinter die eins.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Stopp. Ja, das ist Bullshit. Das muss einmal weg. Problem ist, wenn du einmal ein Savegame ausgewählt hast, dann lädt doch nur noch von da. Und speichert nur noch da. Ne, also wenn ich jetzt das erste Mal sage, bitte warten. Ne, beim ersten Mal speichern, kann ich sagen, okay, speichere nach da. Und beim nächsten Mal fragt er nur noch. Das heißt, wenn du beim ersten Mal das falsche Savegame ausgewählt hast, ja, musst du das Spiel beenden und neu starten, damit du neu aufnehmen kannst. Das war der Raum. Da wollen wir nicht hin. Hä, aber manchmal mit hier mal, wieso? Ja, okay. Mann, wir brauchen definitiv einen Stock. Ich muss die Waffe reparieren. Und dann ließ natürlich so einen langen Stab. So müssen wir wirklich die guten Waffen verwenden. So lange, bis wir auch dafür keine Munition mehr haben. Fünf Schuss braucht man. Das ist schon ganz schön viel. So. Dann haben wir das immer. Da haben wir Kleber. Wobei, Kleber haben wir, glaube ich, schon. Ja, haben wir schon einmal. Kann also weg. Mann, sieht's hier aus. Ja. Oha. Da kann man nicht rein. Also geht's für wahrscheinlich der Weg da rein, ne? Das ist doch locker eine Falle. Das ist sowas von eine Falle. Leute, wir spielen Doom. Ich weiß, Total Chaos ist nur auf der Doom Engine, ja, also auf der GZ Doom Engine. Aber das kannst du mir nicht erzählen, dass das hier keine Falle ist. Als ob ich da reingehe. Ich nehme sich jetzt aber die Waffe hier. Die Frage ist, von wo kommen sie? Ist das ein Stand-Up-Comedian? Ach du Scheiße. Okay, irgendwie gibt es ja doch gar nichts. Ja doch, hier, guck mal. Spritze. Wow. Ja, das Ding kommt direkt wieder. Danke dafür. Ich höre hier Ambient Noises. Oh. Gut, einen Axtkopf haben wir leider keinen. Und ich glaube, das kann man nur mit einem Axtkopf verwenden, ne? Ja. Ah, vielleicht haben wir noch so einen Axtkopf. Braucht dafür Kleber? Wooden Glue, ja. Dann nehme ich mal doch auch noch die andere Klebeflasche mit.
Wenn wir hier so ein Axtding finden, dann finden wir hier mit hoher Wahrscheinlichkeit vielleicht doch einen Axtkopf. Ist ja naheliegend. So. Gut, vielleicht liegt es auch irgendwo anders in der Map. I don't know. Aber da komme ich irgendwie nicht rein, könnte sein. Komme ich hier nicht hoch? Wie kommt man hier rein? Ja gut, gehen wir jetzt in die Richtung hier weiter. Security. Das Gebiet an sich kenne ich sogar, aber ich habe keine Ahnung mehr, wie das war. Ich weiß, dass hier Monster drin sind und da irgendwelche Monster drin sind. Und ich weiß auch, dass hier irgendein stärkeres Monster drin ist. Aber dadurch, dass sie hier alles geändert haben mittlerweile, was Monster angeht, ich habe absolut keinen Plan, was hier abgeht. Quick Save. Ich glaube hier Mittelgang von Geister. Früher mal. Ja. Okay, also die Waffe scheint echt relativ schwach zu sein. Selbst für die Geister, die ja die schwächsten Monster sind, was die Verteidigung angeht. Selbst für die brauche ich 2 Schüsse, mindestens. Bei dem einen habe ich sogar 3 gebraucht. Keine Ahnung, ob ich deinen verfehlt habe. Da blinkt was. Ford Code. Code. Gut, also hier ist wohl nur der Ausgang, hier geht es nicht weiter. Oh! Aha. Ja, dann gehen wir mal in den anderen Eingang. Messer. Don't. Was auch immer mit Eis, ich schätze mal irgendwas mit, schau ihm nicht in die Augen. Ist das so eine Frau? Nee. Eben, stimmt, das war ein Monster, wo... Wir hatten doch, als wir letztens gegen diese komischen Monster gekämpft haben, ab und zu, dass ein Kopf erschienen ist im Bildschirm. Und ich glaube, sowas war hier auch. Gut, hier kam nichts. Don't look him in the eyes. Okay. Also ich glaube, in die Augen gucken kann man. Man darf halt nur nicht zu lange. Also ist jetzt nicht sowas wie so eine... ich weiß gar nicht, hier Fabelwesen... Wo du, sobald du reinguckst, sofort zu Stein wirst und dann halt sofort Game Over. Du hast hier schon ein bisschen Zeit. Ich weiß noch nicht mehr, wo es war. War es direkt hier links von uns? Nein. Noch nicht, okay. Oh, hier geht es auch noch weiter. Oh, verdammt. Gehen wir erst links oder erst rechts? Ich gehe mal erst rechts. Was ist das hier für ein Theater? Hier sieht mir eher so aus, als wenn man hier Gefangenen zugucken konnte.
ich nur wüsste, wo das Monster ist. Oh, Alter, ich hasse Jumpscares. Wie kommt jetzt ein Jumpscare oder irgendwie sowas? Oh, da ist ein Kopf. Vom Weiten? Wladimir Putin, bist du's? Alter Freund? Du Massenmörder? Oh Leute, ey. Ich mag sowas gar nicht. Zu wissen, dass ein Monster da ist, weil. Siehst du, wie genau war der Spruch eigentlich? Ja, don't look in the eyes. Ja, okay. Also nicht in die Augen schauen, genau. Also da kommt auf jeden Fall was. Und ich habe es mir so auch in Erinnerung, aber nicht zu wissen, was genau kommt, ist schon. Nerven aufreiben. Der hat keine Munition. Hat der gerade meine Munition aufgehalten? What the f? Wie soll der denn besiegen? Ich versuche mal mit Steine werfen. Hä? Wieso kann ich keine Steine werfen? Ach, ich hämmer die ganze Zeit die 5-Taste. 5 ist doch Bandage. Ja. Erst schön alle Bandagen aufbrauchen. Ne, wir brauchen die G-Taste, war es ja. Stopp doch mal! Ha! Geil! Mit Stein erschlagen. Zu Tode gesteinigt. Gut. Beim Steinigen macht man normalerweise, das ist der Sinn vom Steinigen, das... Obwohl, nicht... Oder? Doch, eigentlich schon. To whom it may concern, I am writing this letter to let you know that due to my disaligned physical and emotional state and due to the going harassment at your company, I am happy with sign from my position to the clean water branch of South Peak electrician. I can no longer bear the stress I am suffer at the workplace. I apologize for any inconvenience my resignation may cause. I will not be returning. Your sincerely, TJ Scott. Das ist also unsere, also die Kündigung von der Hauptperson, um die es wahrscheinlich geht hier. Keine Ahnung, wie das sind. Also ich lese halt immer so, wie das sind, wo es einfacher macht, so gedankenmäßig. Also, wem es interessiert, ich schreibe diesen Brief, um euch alle wissen zu lassen, dass aufgrund meiner sinkenden physikalischen und emotionalen Zustandes und dem andauernden meinen andauernden Anfeindungen mir gegenüber, ich die Firma verlasse. Genau, und meine Stelle als UFAS Electrician kündige. Ich kann diesen Stress und dieses Leiden nicht länger an meinem Arbeitsplatz erdulden. Ich entschuldige mich für alle Unannehmlichkeiten, die aufgrund meines aufgrund meiner Kündigung entstehen. Und ich komme nicht zurück. Hochachtungsvoll, TJ Scott. Ja. Dann verpiss dich halt, Junge. Bist hier nicht mehr erwünscht. Das war bestimmt er. Dahinter dürfte eigentlich nichts liegen. Oh, kommt eigentlich noch mehr? Ich spreche mal sicher darüber. Da ist zu.
Also das ist noch so einer. Aber der hat mich jetzt nicht angegriffen, oder? Doch, das ist doch genau das Gleiche. Sein Rücken hat so komische Stachel. Muss man halt so gucken. Ja, ist der Gleiche. Lol, gibt's von denen mehrere? Ich dachte, da gibt's nur einen. Leute, einer reicht doch aus. Ich meine, gut, ich hab viele alle Steine. Ich kann die anderen auch wieder mit Steinen abwerfen. Aber... das muss ja nicht sein. Ein ganzer Raum nur für eine fucking Dose? Verarschen kann mich selber. Da ist eine Schere, okay. Oh, wurde gerade gespeichert. Ach so. Na, mit so einem kommen wir ja klar. Die Frage ist natürlich, wie viele kommen noch? Oh. Da drüben kommen noch zwei. Was macht der Junge da oben? Oh, wir sind relativ niedrig an Leben. Ja gut, kein Wunder, dass in einem Dings aber schon gereicht hat. Ja. Okay. Aber ich würde sagen, das ist das Problem der Zukunft. Gronks. Ja, in der nächsten Folge.